Grüß Gott, Frau Gottinger. Wir sind hier in Hitzendorf bei einer Baustelle, wo Sie das Wärmedämmverbundsystem aufgebracht haben. Was sind Ihre Leistungen, die Sie anbieten? Ja, grundsätzlich machen wir schon über 30 Jahren Wärmedämmverbundsysteme für Putze aller Art, für Innen und Außen. Spezifisch natürlich alle Sanierungen, was es halt so gibt, alles was mit Verputz zu tun hat. Sie sind einer der wenigen Verarbeiter von ökologischen Baustoffen. Hier ist eine starke Hanfdämmung zur Anwendung gekommen. Wie sind Sie in diese Schiene gekommen, ökologische Baustoffe zu verarbeiten? Diese Schiene ergibt sich natürlich mit dem Trend der Zeit. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt Steinwolle verarbeitet und schätzen uns seit heuer offizieller Partner von Carpatec als Hanfverarbeiter zu sein, was wir eben hier durchgeführt haben. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder die Erfahrungen, die jetzt Ihre Arbeiter gewonnen haben? Ja, also ist es auszuführen wie ein Steinwollsystem. Also von der Verarbeitung her verhaltet sich das ganz gleich. Die einzige Problematik war hier die Stärke der Platte, 34 cm, hat eben auch ein dementsprechendes Gewicht. Und da können wir uns glücklich schätzen, dass eben die Gebäudehöhe nicht so hoch war, dass wir mit dem Tragen das Problem gehabt haben. Aber was uns bei der Stärke besonders aufgefallen ist, ist die Dübeltechnik dazu. Wir müssen uns da dementsprechend anpassen, um eine gewisse Schnelligkeit da einzubauen. Und das war eigentlich die Herausforderung bei dem Material, dass man den richtigen Bohrer findet. Es sind ja da die Leibungsausbildungen im Holz ausgeführt worden. Können Sie uns noch ein paar Spezifikationen erklären? Heute ist das sehr wichtig, oder das unterscheidet auch zu damals, vor 10, 15 Jahren, dass man heute Anschlüsse beweglich darstellt, was halt eben bei diesen spezifischen Untergründen oder verschiedenen Untergründen der Fall war. Das heißt, wir haben zum Holz, zur Holzweichfaserplatte, zum Stock überall eine Gewebeanschlussleiste montiert und auch ein Trennprofil zwischen Heraklit und dem normalen Ziegelmauerwerk gesetzt, so dass es halt nicht zu Rissen kommt. Unter der Fensterbank, wie ist da die Leibung ausgebildet? Oder unter der Fensterbank haben wir jetzt das Gefälle mit 5 Grad hergestellt und mit einer Dichtspachtelmasse eine Dichtwanne hergestellt, auch mit einem Hochzug, wo dann im Nachhinein die Fensterbank reinkommt. Bei den Fensterecken hat man gesehen, dass das speziell auch genetzt wurde. Können Sie uns über diese Eckausbildungen bei den Fenstern noch etwas sagen? Wie bei allen Wärmedämmverbundsystemen wird natürlich auch bei Hanf eine Diagonalarmierung aufgebracht, um die diagonalen Spannungen, die das Fenster hergibt, abzubauen. Grundsätzlich ist auch zu der Hanfplatte zu sagen, dass hier eine zweilagige Spachtelmasse aufgebracht wurde, aus dem Grund, dass man den gleichen Härtegrad erzielt wie bei normalen EBS-Systemen. Wir liegen da zwischen 5 und 8 mm, weil wir ja auch mit Rondellen gedübelt haben. Und das hat den Zusammenhang, dass es natürlich den Dübel ein bisschen reingezogen hat und wir dadurch eben dicker aufspachteln haben müssen, um eine halbwegs gerade zu erzielen. Können Sie uns zur Verarbeitung des Putzes auf der Hanfplatte noch etwas erzählen? Natürlich kann man jeden Putz, ob Dünn- oder Dickschichtputz, verarbeiten. Hier ist es ein ganz spezieller Putz, der zum System dazugehört. Der Endputz oder die Endbeschichtung ist hagelsicher und zusätzlich ist es auch ein sehr offenbohriger Putz, der gleichzeitig wasserabweisend ist. Wie sieht es da mit Algenwachstum aus? Das Algenwachstum ist hier sehr minimiert, da wir ja als Dämmstoff eine Hanfplatte haben, die natürlich sehr gut das Kondenswasser aufnehmen kann und gleichzeitig wieder abgeben, was auch bis zur letzten Schicht auch darauf hinzielt, weil das ein durchgehendes System ist und auch so geprüft worden ist. Das heißt, auch der Endputz kann natürlich sehr gut mit Wasser umgehen, das aufnehmen und gleichzeitig wieder abgeben.